Zeitrisse. Zeit für Reklame. Inklusive akustischer Annoncenumsetzung aus David Bürklis Züricher Kalender. Sehr verehrte Zeitrisse-Hörerinnen und Hörer, liebe Podcast-Abonnentinnen und Abonnenten. Der Vorstand der Zeitrisse hat sich dazu durchgerungen, in Zukunft in diesem Gefäß auch die Schaltung kommerzieller Werbebotschaften anzubieten. Um das Fortbestehen der Zeitrisse nachhaltig zu ermöglichen, ist ein solcher Schritt unumgänglich. Sie persönlich, geschätztes Publikum, werden aber schon bald die Vorzüge dieser Dienstleistung zu schätzen wissen. Kommen Sie doch so auf einfache und unterhaltsame Weise zu ausgewählten Informationen, exklusiven Dienstleistungen und hochklassigen Produkten aus erster Hand. Die Richtigkeit der Angaben in den Angeboten der Annoncen obliegt den entsprechenden Inserenten. Die Redaktion der Zeitrisse behält sich aber vor, unpassende, nicht schickliche Werbeaufträge abzulehnen. Erworbene Produkte testen und gebrauchen Sie in jedem Falle auf eigenes Risiko. Die Haftung des Herausgebers ist absolut ausgeschlossen. In der Folge erhalten Sie einen Eindruck, wie die akustische Umsetzung einiger interessanter Inserate klingen könnte, die in David Bürklis Züricher Kalender zwischen 1900 und 1907 publiziert worden sind. Entdecken wir also gemeinsam die weite, erstaunliche Welt der kommerziellen Werbung. Falls Sie selber entsprechende Inserate platzieren möchten, bitte ich Sie hierfür, das auf Ihrem elektronischen Kommunikationskasten auffindbare Kontaktformular unserer Agentur tonquellehofer.ch zu benutzen. In nützlicher Frist wird sich das zuständige Fachpersonal bei Ihnen melden, um Sie bei der Formulierung und Umsetzung Ihrer Werbebotschaften tatkräftig zu unterstützen. Unsere langjährige Erfahrung und die unglaublichen Stimmen unserer engagierten Stimmakrobaten werden auch Ihnen den angestrebten Erfolg verschaffen. Die allerfreundlichsten Grüße entbietet Ihnen Don Quelle, dem Vorstand, Vorsitzender, Präsident sowie Verwaltungs- und Produktionsversteher der Podcast-Redaktion Zeitrisse. Herr Direktor! Ja, Fräulein Silbenstein? Herr Großer sitzt im Vorzimmer und wünscht, Sie zu sprechen. Nachfolgende Durchsagen beinhalten kommerzielle Angebote. Sie können zum großen Teil auch von Jugendlichen konsumiert werden. Kommen Sie, staunen Sie! Lassen Sie sich entführen in die wundersame Welt der Dampfkraft. Die Großtaschenwerke für sonderbare Maschinen empfehlen sich für Feierlichkeiten jeglicher Art. Firmenfeiern, Hochzeiten, Jubiläen, Geburtstage. Auf Wunsch unvergessliche Fahrten an Bord von Dampfkutsche, Dampfboot und Luftschiff. Mesdames et Messieurs, herzlich willkommen an Bord der Helio Minerva. Mein Name ist Fräulein Daniela und ich werde Sie nun gerne auf Ihrer Reise mit dieser atemberaubenden Flugmaschine begleiten. Auch die Vorführung von mechanischen Musikmaschinen wird Sie begeistern. Unverbindliche Anfragen per Kuriertaube, Rohrpost oder Telegramm an Raffaelius Alva Gruser, Erfinder und Tausendsassa, Bauma. Hervorragend erreichbar mit der Eisenbahn. Besuchen Sie meine Kuriositätenschau beim Fantasy Festival am 20. und 21. August 2022 in Volketswil. Volldampf voraus! Schnurrbart, streng, reell. Paraffin unterstützt den Haar- und Bartwuchs mit wunderbarem Erfolge. Wo kleine Härchen vorhanden sind, entwickelt sich rasch üppiges Wachstum, was durch Hunderte von glänzenden Dankschreiben nachgewiesen ist. Ärztlich begutachtete Wirkung. Prämiert Goldene Medaille Marseille. Großer Ehrenpreis Rom. Stärke 1, 2 Franken 50. Stärke 2, 4 Franken. Stärke 3, 5 Franken. Garantie, bei Nichterfolg, Geld zurück.
Paraffin ist einzig und unerreicht dastehend, von Sachverständigen staatlich approbiertem Polizeichemiker geprüft. Warne deshalb vor wertlosen, mitunter sehr billigen Methoden, die mit großem Geschrei angepriesen werden. Nur allein echt zu beziehen von der Firma Wernle & Co. Zürich, Augustinerstraße 17. Herr T. in E. schreibt: Da mein Freund durch ihr Paraffin in 3 Wochen einen flotten Schnurrbart bekommen hat, so ersuche ich um Zusendung einer Dose Stärke 2 zu 4 Franken per Nachname. Plantagen der Konservenfabrik Lenzburg. Henkel und Rot. Größte Kulturen in der Schweiz von Beerenfrüchten und Spalierobst. Henkel und Roths Lenzburger Konfitüren. Von Zwetschgen, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren, Aprikosen, Kirschen, Heidelbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Mirabellen, Rhinkloden, Quitten. In allen besseren Handlungen erhältlich. In hübschen Blecheimern von 25, 10 und 5 Kilo. In soliden Emaileimern von 25, 10 und 5 Kilo. In soliden Emailkochgeschirren von 10 und 5 Kilo. In weißen Töpfen und Flakons von 500 Gramm. Lenzburger Konfitüren sind hergestellt aus besten frischen Früchten und 1A-Raffinade. Lenzburger Konfitüren sind ein vorzügliches Nahrungs- und Genussmittel, dessen gesundheitlicher Wert immer mehr anerkannt wird. Lenzburger Konfitüren sollten in keinem Haushalte auf dem Frühstückstische fehlen. Lenzburger Konfitüren sind anerkannt die besten, welche es gibt. Verlangen Sie ausdrücklich Lenzburger Konfitüren. Konservenfabrik Lenzburg, vormals Henkel und Rot. Wir würden uns freuen, Sie auch bei zukünftigen Werbeeinschaltungen begrüßen zu dürfen. Die Reklame aus David Bürklis Züricher Kalender auf das Jahr 1905. Im allgemeinen Handelswesen ist der rascheste, bequemste und billigste Vermittler bei Nachfragen und Angeboten das Inserat, respektive die Annonce. Reklame, welche den Verkehr fördert, die Konkurrenz und die Preisbildung beeinflusst, ist daher im allgemeinen Handel und der wirtschaftlichen Lage von großer Wichtigkeit. Ständige, zweckvolle Reklame ist die Seele und Feder jedes Fabrikanten, Kaufmannes, Industriellen und Geschäftes, ist der belebende Faktor im internationalen Handel. Wie, wo und wann man am erfolgreichsten und billigsten annonciert, kann man am besten bei der ältesten Annoncenexpedition und Weltfirma Hafenstein und Bogler in Saint-Imier und Filialen erfahren, wo selbst sämtliche Insertionen und Reklamen für Zeitungen, Podcasts und Kalender des Inlandes und als auch des Auslandes mit vorzüglicher Fachkenntnis pünktlich, gewissenhaft und äußerst billig effektuiert werden. Insertionspläne, Kostenvoranschläge gratis. Gerne beraten Sie auch die Reklameexperten von tonquellehofer.ch. Friedrich Paul David Bürkli, der von 1818 bis 1896 lebte, war ein Schweizer Buchdrucker, Zeitungsverleger, Redaktor und Schriftensammler. Seine Züricher Kalender enthielten die jeweiligen Daten zu Jahr- und Viehmärkten des kommenden Jahres, Mondkalender, Namenstage sowie unterhaltende Artikel zu Gesellschaft, Wissenschaft und Architektur, Novellen, Gedichte usw. Nach Bürklis Tod wurde der Kalender von Fritz Amberger weitergeführt. Die mir vorliegenden Exemplare enthalten jeweils auf der Rückseite des Umschlages das große 1x1. Zeitrisse. Zeit für Reklame, inklusive akustischer Annoncenumsetzung aus David Bürklis Züricher Kalender. Texte und Stimmen von Don Quelle und Raffaelius Alva Grusser. Heutige Gastredner Roger Müller, Fräulein Silbenstein und Luftschiffbegleiterin Daniela. Akustische Umsetzung durch tonquellehofer.ch.